Digimon Survive. Ich glaube, damit haben wir den Prolog jetzt abgeschlossen. Wo lande ich jetzt? Ah, okay, perfekt. Also, ich finde das halt so lustig, dass wir im Prolog an sich ja eigentlich gar keine Kämpfe gehabt haben. Logischerweise, weil wir ja keine Digimon hatten. Aber Hauptsache am Anfang erstmal das Tutorial gehabt. Wahrscheinlich auch damit Leute, die vielleicht sehr schnell ungeduldig werden, zumindest direkt am Anfang ein bisschen Gameplay haben und nicht irgendwann abbrechen, weil sie nur Text haben, könnte ich mir vorstellen. So als kleines Häppchen von wegen, so wird's später. Jetzt bitte den Prolog erstmal spielen. Nee, aber der Prolog hat mir sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ich habe ja zwischendurch schon sehr viel gesagt, dass mich der Artstyle extrem anspricht. Das Voice Acting ist super, die Charaktere finde ich sehr, sehr cool. Auch so mit diesen Mimiken und Gestiken, die sie so haben, um die Situation noch mal ein bisschen lebhafter zu gestalten. Das, ich sag mal, Erkunden finde ich eigentlich sehr cool. Und auch die Tatsache, wie die Digimon jetzt quasi eingeführt wurden. Und ich glaube, die Story könnte noch richtig spannend werden. Das Intro gerade fand ich auch sehr schön. Ich hatte kurz Angst, dass ich das muten muss, aber es kam ja zum Glück kein Gesang, ne, wegen Copyright und so. Ich bin mit der Digimon-Auswahl so zufrieden. Agumon, klar, ist sehr standardmäßig, aber alles andere fand ich sehr ausgefallen. Also Floramon finde ich richtig cool. Labramon kenne ich gar nicht, fand ich super cute. Baloppmon habe ich innerlich geschrien, weil ich das so süß finde. Und ich finde auch wirklich, es passt einfach auch zu jedem Charakter. Mew hatte sehr interessantes Digimon. Wenn ich zwischendurch übrigens mal Pokémon sage statt Digimon, ihr wisst, was ich meine. Nee, bin ich super zufrieden mit. Klar, ist so ein bisschen Spoiler vorweggegriffen, wie auch immer, aber ich glaube, die sind auf dem Cover vom Spiel, meine ich sogar auch drauf, von daher gesehen. Oder zumindest auf den offiziellen Artworks zu sehen. Nee, fand ich super cool. Die Frage ist natürlich, wie es jetzt erstmal weitergeht. Sora, danke schön für 10 Monate Treue. Super lieb von dir. Auf geht's. Ich weiß nicht, wenn du jetzt gerade erst reingekommen bist, hast du aber den kompletten Prolog verpasst oder du hast bis jetzt gelurkt und hast jetzt quasi erst deinen Sub geteilt, dann habe ich nichts gesagt. Einen Schluck Wasser nehme ich mir auch noch eben. Sind die anderen überhaupt hier? Oder sind wir alle verstreut? Also ich könnte mir an sich auch vorstellen, dass wir wirklich alle verstreut sind und quasi wir unsere Teammitglieder nach und nach erst wieder dazu bekommen. Was ja irgendwie auch sinnvoll wäre, dass du nicht von vornherein jeden mit dabei hast. Und so hätte zumindest auch jeder mal ein bisschen Screentime gehabt. Ich kann niemanden sehen. Hier sind sie offenbar nicht. Vielleicht sollte ich mal etwas umsehen. Im Moment kann ich mich nur umsehen. Inwie vor, ich kann gleich ein Foto machen während meiner Erkundung und finde dann mein Agumon und kann mich ab dann auch wirklich zur Wehr setzen. Vielleicht bin ich ja auch, ist halt so die Frage, ne? Spielt's jetzt wirklich in der Menschenwelt, spielt's in der Digi-Welt, spielt's irgendwie in beidem oder dazwischen oder wie oder überhaupt, ne? Weil offensichtlicherweise waren ja die Digimon in irgendeiner Form in unserer Welt oder wir haben unbewusst irgendein Portal überschritten. Ne? Mal gucken. Aber im Prinzip, da sind noch die Lilien. Ich guck erstmal, was ich überhaupt so anklicken kann. Hat der Prolog jetzt, wenn man es so zusammenfasst, gar nicht mal so viel Input gehabt eigentlich. Es war nur sehr ausschweifend erklärt, um halt auch die Charaktere kennenzulernen und nichts zu überstürzen, sag ich mal. Was ich aber auch eigentlich ganz schön finde, dass alles wirklich ein bisschen, ja, jetzt nicht langwierig, fand ich jetzt. Ich fand es jetzt nicht zu lang, ne, aber dass alles in Ruhe wirklich
erklärt wurde und gezeigt wurde und nicht einfach so, oh, hallo, wir gehen campen, oh, Digi-Welt, ne? Aber im Prinzip sind wir jetzt so nach dem Prolog hier auch nicht unbedingt so viel schlauer. So, nehmen wir erstmal die Lilien. Hier ist überall der Boden eingestürzt, aber keiner meiner Freunde ist zu sehen. Ich sollte mich auch woanders umsehen. Mhm. Und irgendwo war noch der tiefe Wald. Wir sind nicht hier. Da bin ich aber erleichtert. Dann sind sie nicht in den Erdrutsch geraten. Ich sollte mich auch woanders umsehen. Ja, ich finde das auch legitim, definitiv. Ich meine, wenn es jetzt ein Anime zum Beispiel wäre, siehe Digimon Adventure 1, da ist ja auch der Plot ähnlich mit dem Sommercamp und dann in die Digi-Welt rein, ne, dass da natürlich nicht alles auf 2 Stunden Länge gezogen wird, so wie hier, logisch. Ne, aber hier, ich finde halt einfach, wenn man so eine Art Spiel spielt, dann muss man sich auch einfach so ein bisschen darauf einlassen können, dass eben nicht alles immer schnell, schnell geht. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Steht hier noch was anderes bei dem anderen tiefen Wald? Hier ist keiner. Vielleicht finde ich ja woanders Spuren von ihnen. Ich sollte mich woanders umsehen. Ah, okay, ich musste beides mal den tiefen Wald anklicken. Von da vorne kommen Geräusche. Sind das diese Felsmonster? Oh nein, sie kommen hierher. Ich muss schnell verschwinden. Gute Idee. Ich habe es irgendwie zurück zum Schrein geschafft. Keiner hier? Kein einziger Mensch? Kein Mucks. Wo zur Hölle sind die? Vielleicht geht ja jemand ans Handy. Ich rufe Minoru an. Aber hier hat doch eh niemand empfangen. Geh nicht ins hohe Gras. Was soll ich wegen dieses Felsviehs unternehmen? Es anspringen oder vorsichtig näher herangehen? Da ich immer Angst um mein Leben habe bei solchen Entscheidungen, will ich einfach mal kurz speichern. Ich würde eher vorsichtig erstmal näher herangehen, um zu gucken, was es überhaupt ist. Außerdem stelle ich es mir sehr ungemütlich, auf einen Stein zu springen. Okay, also, was soll ich tun? Was hat Minoru gesagt? Einfach hingehen und ruhig abwarten.
Bezieht sich, was hat Minoru gesagt, darauf, dass ich die Kamera verwenden kann? Weil das wäre ja an sich dann in dem Fall auch smart. Einfach hingehen. Ruhig abwarten. Mich würde mal interessieren, was das Linke überhaupt implizieren soll. Ah ja, perfekt. Da wollte ich auch drauf hinaus. Oh, es ist noch Small. Es ist noch gar kein Agumon. でも Ah, okay. Kann ich ohne Kamera noch irgendwas anklicken, eigentlich? Das Schreintor? Das ist, glaube ich, das Gleiche, was wir vorher auch schon hatten. Okay, dann was? ZR? Ja. Dann gucken wir uns doch mal hier ein bisschen... Moment. Da. Hier ein bisschen um. Hier ist wohl nichts, was? So, das war jetzt hier an dem Ding. Hier ist noch was. Da ist auch nichts. Da ist noch eine Verzerrung. Aber immer noch 95% Akku. Was ist das bitte? Irgendeine Kreatur? Sieht nicht nach dem Felsvieh von vorhin aus. Hoffentlich ist es etwas netter. Oh, schon wieder weg? Sag nicht, dass wir mir jetzt irgendwo auflauern. Ich werde mit der Kamera woanders weitersuchen. Mhm. Gut, da ist die Verzerrung von gerade gewesen wahrscheinlich. Da ist es nicht. Das sind ja nur die drei eigentlich. Hüpf, hüpf. Da ist es. Das Ding von vorhin. Es ist direkt da drüben, kein Zweifel. Was soll ich nur tun? Es sieht zwar nicht aggressiv aus, aber... Mann, ist es schon wieder verschwunden? Ganz schön flinke Beine, wenn es welche hat. Ich werde mit der Kamera woanders weitersuchen. Wo war ich denn jetzt? Moment, da war ich gerade. Hier? Jetzt? Oh, es kommt näher. Wie klein das aber ist. Also ich finde, im Vergleich zu den Statuen und auch im Vergleich zu den Blumen ist es echt winzig. Bingo, da ist das. Oha, es ist jetzt ganz nah. この生き物は変な生き物。
Alter Kumpel. Es ist so niedlich. Und mich killt dieses Schwabbelgeräusch, wenn Koromon hüpft oder rumschwabbelt halt. Was ist mit diesem Ding? Es versteht mich, aber ein Gespräch ist das nicht. Zumindest scheint es mir nichts tun zu wollen. Glaube ich. Es ist so niedlich. Yikes. Eins nach dem anderen. Ich muss diese komische Kreatur irgendwie abschütteln. Ich werde mal versuchen, mich vom Schrein zu entfernen. Ich meine, fairerweise an seiner Stelle hätte ich auch Schiss. Ich meine, es war total klein und hat geredet wie ein Kind, so total kumpelhaft. Dass es überhaupt gesprochen hat, ist eigentlich schon seltsam genug. Vielleicht sollte ich mich doch noch etwas umsehen. Koromon ist back!
Manchmal ist es so ein bisschen irritierend, was jetzt synchronisiert ist und was nicht. So mittendrin ist dann plötzlich nicht mehr synchronisiert. Aber Koromon ist so niedlich. Ich finde die Synchro auch echt gelungen. Ich glaube, ich würde aber gerne noch mal kurz Pause machen. Ich weiß, es ist jetzt quasi mitten im... Das heißt nicht mitten im Dialog, es ist quasi nach dem Dialog und vor dem Dialog. Aber da ich nicht weiß, ob ich gleich noch mal kurz erkunden darf oder so, würde ich die Gelegenheit nutzen, hier noch mal ganz kurz Pause zu machen, bevor dann das nächste Gespräch wirklich losgeht. Ist bei solchen Spielen immer so ein bisschen schwierig, den passenden Punkt zu finden. Eigentlich könnte ich den Stream von der Zeit her auch langsam beenden. Wir streamen schon 3 Stunden, aber ich hab Bock. Dementsprechend machen wir Pause und spielen danach einfach kackendreist noch weiter. Habe ich jetzt so beschlossen. Müsst ihr jetzt mitleben oder auch nicht. Ihr könnt auch gehen, aber ich finde das gerade irgendwie viel zu spannend, um Pause, also um jetzt eine Woche Pause zu machen oder so. Dementsprechend geht's gleich weiter. So, da vorne bewegt sich etwas im Gras. Hat irgendwer ein paar Pokebälle parat? Oder vielleicht eher ein paar Digibälle in dem Fall? Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass uns Koromon einfach nur gefolgt ist. Das finde ich wiederum jetzt nicht so gut. Warum kommt jetzt ein Ladescreen? Vielleicht triggert jetzt ein Kampf. Und deswegen lädt das jetzt. Mit den ganzen Tipps dazwischen. Ich meine, bei der PlayStation-Variante würde es wahrscheinlich nicht so lange laden. Aber ich spiele es sehr gerne auf der Switch. Habe ich ja vorhin schon mal erklärt, dass es für mich einfach angenehmer ist. Deswegen kann ich mit den Ladezeiten auch leben. Oh, guck mal, wie süß ich jetzt aussehe. Aber ja, wir haben scheinbar wieder einen Kampf. Sieht irgendwie, ich habe mir das vorhin während dem Prolog, also ganz, ganz, ganz am Anfang, gar nicht so genau angeguckt, weil ich natürlich so drauf fokussiert war, überhaupt das Kämpfen irgendwie zu begreifen. Es ist halt alles ein bisschen mehr so Chibi-mäßig, sag ich mal. Aber ja, sieht ganz süß aus eigentlich. Was soll ich tun? Abwarten, weglaufen, bleiben und kämpfen. Was ist jetzt am smartesten? Sind wir mutig? Komm, wir sind mutig. Ja, es ist ein kleiner Stilbruch, aber ganz ehrlich, wir hatten bei anderen Stream-Projekten schon viel schlimmere Stilbrüche in letzter Zeit. Und ich finde, es sieht immer noch ganz schick aus. Wenn das so weitergeht, kriegt Koromon Probleme. Unglaublich, dass das kleine Mini-Viech
sein Leben für mich riskiert. Ich darf nicht einfach wegrennen und es allein kämpfen lassen. Digitation? Aber was soll ich nur tun? Ich muss angreifen, Koromon beschützen, es durch Brüllen ablenken. Also bei Brüllen komme ich mir ja vor wie der übelste Psychopath irgendwie. Angreifen? Also eigentlich möchte ich Koromon schon beschützen, aber ich weiß nicht, ob irgendwer von uns für die Aufgabe tatsächlich geeignet ist. せめてお前だけでも逃げろ。そんな、たくま置いて逃げられないぞ。だから、それはお互い様だって。あ、そっか。絶体絶命のピンチなのに笑いが出るなんて余裕だよな。 Oho, digitiertes? Koromon, Shinka! Didn't see that coming. Es gibt eine richtige Cutscene dafür. Was? Wie geil! Ich dachte so, okay, es leuchtet halt einmal kurz und digitiert dann quasi, aber zum einen fand ich das so cool, dass er wirklich Koromon Shinka gesagt hat, wie ich vorher. Es ist ja quasi einfach die japanische Variante von Koromon digitiert zu. Und dann mit dieser ganzen Cutscene. Ich meine, kann sein, dass nur Agumon die hat, weil es einfach Agumon ist, aber richtig stylisch. Jeder Kampf besitzt eigene Bedingungen für Sieg und Niederlage. Fields Fire Emblem. Siegbedingungen Gotsumon besiegt, Niederlagebedingungen Agumon stirbt! Nicht Agumon wird besiegt, Agumon stirbt! Okay. Ah, du kannst auch die Schwierigkeit eines Kampfes wechseln. Bist du in einem Kampf chancenlos, wechsle die Schwierigkeit. Okay. Das ist ein entscheidender Kampf. Etwas Vorsicht wäre also angebracht. Deckung spielt im Kampf eine wichtige Rolle. Beende deinen Zug, ohne anzugreifen oder einen Gegenstand zu benutzen, um zu decken. Deckung halbiert den Schaden eines Angriffes von vorne, aber nicht aus einer anderen Richtung. Versuche in dieser Situation zu decken. Wähle Zug beenden. Ah, interessant. Agumon, auch Typ Datei scheinbar, Einsteiger, Allrounder. Wir gucken weiterhin nach vorne. Aber schön, dass sie das Advantage nicht übersetzt haben. Das haben so stehen lassen. Deine Verteidigung hat den Schaden der gegnerischen Fertigkeit halbiert. Oh, stimmt, es ist Serum. Entschuldigung, ich habe irgendwie auf die Farbe nur geachtet. Aber es ist wahrscheinlich einfach alles weiß eingefärbt. Aber stimmt. Renamon war Datei und Agumon ist Serum. Es hat auch nicht nur den Schaden verringert, der Gegner hat auch die SP verschwendet. Da dein Gegner bei diesem Zug angegriffen hat, kann er nicht decken. Nutze die Gelegenheit.
Greife deinen wehrlosen Gegner mit deiner Fertigkeit an. Ah, da steckt aber schon echt viel mit drin, ne? Mit dem Decken, um den Schaden zu halbieren. Und wenn du angegriffen hast, dann kannst du scheinbar unmittelbar danach. Wobei, dadurch, dass er angegriffen hat, gut, klar, konnte er nicht zeitgleich sich verteidigen. Wähle den Angreifenbefehl wie zuvor und dann Pfefferatem aus der Fertigkeitenliste. Okay. Aber hat Agumon nicht auch irgendwie kleines Feuer, kleine Flamme, irgendwie sowas? Aber okay. Passive Fähigkeit ist scharfe Klauen, erhöht physischen Angriff um einen Rang. Alles klar. Also Pfefferatem klingt irgendwie etwas seltsam, aber gut. Ach, guck mal, aber Serum ist scheinbar nicht sehr effektiv auf Datei, wie wir da oben sehen. Dementsprechend wird unser Angriff nur mit 0,75 multipliziert. Wir machen trotzdem 168 Schaden, wir treffen zu 91%, er kann nicht kontern und wir können aber auch nicht critten. Mhm. Egal, ob du angreifst oder dich verteidigst, Deckung ist immer wichtig. Gut, und viel mehr kann ich jetzt ja auch nicht machen. Ja, so. Also ich glaube, das könnte tatsächlich auch noch ein bisschen schwierig werden, hier und dort. Also könnte ich mir schon vorstellen, ne? Wenn ich jetzt nochmal theoretisch angreife, ich habe ja noch genug SP übrig. Könnte ich ihn auch besiegen? Würde ich behaupten, ja. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das so später, mit Game, Endgame, wie auch immer, echt kompliziert werden könnte, wenn du vielleicht auch mehr als ein Digimon auf dem Feld hast und dann mit Deckung und Angreifen und Reichweite und so. Also stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor. Level up! Was haben wir denn da? TP, SP, physischer Angriff und Verteidigung, das gleiche nochmal in speziell. Geschwindigkeit, Bewegungsart Land, Bewegungs... irgendwas, 3... Sprunghöhe 1 und immer noch 95% Akku, okay. Und ich habe einen Machtkristall bekommen.